Ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude und damit willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Im letzten Part habe ich den letzten schwierigen Stern mit einem Frosch, mit einer Froschverwandlung hoffentlich am ganzen Spiel gemacht. Ich hasse die nämlich. Und ich sehe hier schon ein paar lila Münzen da auch. Wir sind immer noch beim Backtracking im Gutland, das man noch nie richtig erkunden konnte. Und deswegen bin ich aus der Wüste direkt ohne Umwege dorthin gereist. Jetzt suche ich mir schnell mal. Nee, das ist. Da war keiner. Ein Frosch, um den letzten Mond zu holen, den es damit gibt. Und der wird hoffentlich nicht so lange dauern. Da habe ich schon mal einen Frosch. Unsere Mann wurde so scheiß blöd gespielt, haben mal schön. Und zwar ist der Mond. So, hier hoch. Und. Hallo, spring doch. Was war das? Ah, hier muss man einfach hochspringen. Froschhüpfen auf dem Oberdeck. Und damit werde ich diese Verwandlung hoffentlich in meinem Leben nie mehr sehen müssen. Ja, muss man noch. Wir haben das immer noch. Ja, genau. Hier drin sind wieder nur normale. Hier rein, da sind schöne Coins. Und jetzt suche ich mir einen Paragumba. Mit dem, den da unten kann man erreichen. Mit dem ich noch mehr lila Coins einsacken kann. Hier ist ein Hinweis. Reisetipp: Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Freizeichenblock wiederholt bearbeiten? Halt einfach Y. Das war jetzt. Hier, das sieht man hier ja auch nochmal. Ich glaube aber, das Schild habe ich echt nicht vorgelesen. Okay, wird doch schwieriger als ich da. Halt, nee, doch nicht. Gut, war doch nicht gerade schwer. Dann hole ich mir hier die 4 Coins. Ich kann dann auch langsam mal im Laden vorbeischauen. Hier sind noch 8 in Sichtweite. Man sieht, hier gibt es einiges. Und es wurde schon angekündigt, dass ein neuer Eindringling auf der Spitze des Hutturms ist. Darum will ich mich diese Folge auch kümmern. So, schön. Damit sind 35 Münzen schon mal drin. Dieser Paragumba kann auch deutlich höher fliegen, weil ich ihn deutlich höher geholt habe, was natürlich auch eine große Hilfe ist. Ich denke, fürs Erste war es das hier mit dem Bereich. Ich gehe noch mal kurz im Shop vorbeischauen. Gibt ja auch gar nicht mehr so viele Münzen mehr zu sammeln. So. Hallo. Hier gibt's Zylinder in Schwarz und Frack in Schwarz, ein Plüschfrosch, ein Hutland-Sticker und ein Zylindrien-Turm-Modell. Ich glaube, ich könnte hier alle Postlichen von leeren Münzen schlagen. Toll. Ich hole mir erstmal das Kostüm. Ich zieh's auch gleich mal an. Auf den. Ich hole mir schon mal so viel wie möglich, weil das gehört eigentlich zu den 100%, auch wenn ich nicht ganz fertig zocken werde. Vermutlich. Es fehlen mir noch 15 Münzen. Und damit neues Outfit. Stirbschild. Warte, kann ich gleich den Move, den man gerade noch mal erfahren hat, nutzen? Junge, trifft doch. Oh, Digga. Digga, man kann da nicht gedrückt halten. Das ist ja voll mies. Das ist weitest gemacht. Ist mir doch egal. Ich werde mir die Münzen unter der Brücke holen. Die habe ich schon. Auch die anderen hinten? Du meinst die da hinten? Nö, die haben die im anderen Hutschaft mit in den Wolken. Das ist ja hingekommen. Ja, da hinten sieht man sie sogar. Ja, passt doch. Und unter dem Brückenpfahl waren auch noch 4. Jetzt kommt was Interessantes. Oh nein, ich sehe schon hier
diese Vogelscheuchen von mir. Hä, was? Ja! War ein bisschen knapp, aber das war daran jetzt eigentlich so schwer. Ja, wie gesagt, das schwer ist. Hier kann man mal den machen. So, dann geht's jetzt wieder in den Hut. Was ich hier erwarte? Frösche, ja. Hoffentlich keine so kranken Challenges mit denen. Nö, du musst mal einfach anhören, sich das wieder aufsuchen, um Lamente zu bekommen. Hier gibt's ein bisschen normale Moves. Eines wegen hilft das. Hier hat man auch die erste Verwandlung im ganzen Spiel bekommen. Hier die Münzringe, will ich. Ich gebe dir einen Tipp. Du solltest vielleicht zurückgehen und die Lila Münzen holen. Ja, ist mir bewusst, dass sie schwächen. Wir sind da oben, ja. Diesen Block hole ich mir auch. Da brauche ich den hohen Sprung. Einfach mal da den unsichtbaren Block über diesen Fragezeichenblock da. Oder den hohen Sprung. Boah, das war ein bisschen risky. Trifft doch. Zack. Damit kann man ganz gut Kohle verdienen. Wow. Junge, ich drück doch B. Wieso wollte ich? So. Dann sehe ich da schon einige. Das geht so nicht. Hallo. Dann hole ich mir die paar. Die auch noch. Fehlen noch 6, dann sind alle drin. Ah, da kenne ich alle Positionen. Hier sind noch ein paar Textbücher. Hi. Kommt her. Der letzte Satz ist gerade mal egal. Ich werde mir aber den Tunnel da holen. Ich wollte nur gucken, ob da oben vielleicht noch was ist. Ja, da kann man sich auch. So, dann werden jetzt ein paar Kisten vernichtet. Wow, so viel toller Inhalt. Hier kann man auch so hoch, auch wenn es verschwendete Zeit ist. So. Damit ist. Das ist zu schwer, um es zu bewegen. Am besten lassen wir es einfach hier. So, ich muss noch. Blinklicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein paar lila Münzen. Ah, eine Bonus-Challenge. Das wird jetzt, glaube ich. Sammeln hier alle Münzen und ich ernenne dich zum Gott. Der Boden blinkt. Du wirst schon sehen, warum ich dich zum Gott ernenne, wenn du alle Münzen sammelst. Weil ich kann damit Rückwärtshaltung machen. Ernsthaft, der Geist. Das ist einfach. So. Stromleitung, Mario. Und was hatte das jetzt für einen großen Sinn? Das hat nicht nur einen Stern. Da müsste ich schon was vorbei, als ich sagte, ich erinnere dich so gut, wenn du alle Münzen sammelst. Hä? Wie gehen die? Ah! What the fuck? Wie hast du das gemacht? Man kann einfach springen. Dann habe ich es einfach probiert. Ich bin einfach gesprungen. Hier, warte. Aber es gibt Tastenmünzen, die nicht möglich sind.
Boah! Ein bisschen knapp. Mit den Teilen fasst du später nicht. Ich weiß. Ein Labyrinth. Und... boah, da muss man sich wirklich im richtigen Teil... ja, okay, man kann hier campen. Und dann zurückverwandeln im richtigen Timing. Das ist sogar einfach. Was soll das werden? Der Rückweg. Ihr saß nicht einfach in die Strohleitung neben dir gekabert. Oh, stimmt. Egal, mach mich halt stylisch. Voll all die Mützen da. Ja, wieso spricht der Gießmann? Ernsthaft. Ich Hallo. Weiß zwar nicht wie, aber... ich mobb dich gerade so. Spring doch! Ja cool, was soll ich da jetzt machen? Wenn Mario nicht springen will... Ich glaube, ich habe die Schalter vielleicht nur auf jeden Versuch geschafft. Na, aber ich glaube nicht, weil... anscheinend jetzt B nicht mehr der Springknopf ist. Und alles neu machen ist natürlich auch toll. So, ich sage erst, die Scheiße ist perfekt, um Münzen zu farmen. Einfach Münzen holen, umdrehen, Münzen holen, umdrehen. Ich sammle die aber auch nicht nochmal, die Münzen. Ich hatte sie ja einmal, auch wenn ich immer noch nicht weiß. Hä? Wenn da irgendwas ist und man B drückt, wird man davon angezogen. Und man muss halt mehrfach B drücken. Ja, habe ich gerade so das Gefühl. Hat auf jeden Fall funktioniert, wie du gesehen hast. Ich höre einen Mond. Ich hoffe, das ist der vom Ziel, aber hier gibt es einen Secret Mond, das weiß ich. Das ist der Stab, ja. Junge Mann. Klar, Tipp, mach mal einen Antrag aus. Rückwärts halte das. Ja, Rückwärtssalto ist auch so schnell und man muss ja, ja auch... von der unteren Plattform ist es locker möglich. Nee, ich mach's lieber so nicht. Hä? Das ist ja richtig scheiße, die Stelle. Ja, das macht es halt einfach schnell genug. Schafft man's nicht. Ja, geil. Was heißt, wir müssen verloren. Toll, du musst trotzdem alles... ey, ich lass die Scheiß-Challenge gleich. Was ist denn das für ein Bockmist? Mann, das ist denn die behindertste Challenge, die es je gab. Besonders, weil ich immer noch keine Möglichkeit kenne, in diesem Spiel gescheit zu rennen. Weißt du, eine riesige Challenge, die sind doppelt so schwer. Schwerer als das hier geht nicht, wenn man nicht rennen kann. Wenn man nicht rennen kann, nicht. Wie gesagt, das ist halt so. Da, im richtigen Timing ist es leichter. Allgemein ist es nicht. Und mit Rückwärtssalto ergibt es nicht mal Sinn. Doch, ich hab's so gemacht. Ich bin auch gewohnt, die ganze Zeit Y gedrückt zu halten, deswegen werfe ich Cap hier auch immer. Ich bin das nicht gewohnt. In dem Spiel jedenfalls nicht. Ich bin es allgemein vom Zocken insgesamt gewohnt, weil normal rennt man auf dem Knopf. Ja. Im Ernst, wie soll das denn möglich sein? Ja, danke! Mann, ey, ich lass diese Drecks-Challenge gleich! Nur noch an.
fett sind oder so, wenn die das in so Arsch. Was machst du? Wieso gibt es heutzutage keine... Man schafft das in der Maße zeitlich nicht so perfekt. Wieso gibt es heutzutage keine Safe States mehr? Du musst wirklich von der untersten Plattform aus starten. Und wenn ich von der untersten Plattform aus starte, wie ich mich kenne, klappt's noch weniger. Das Ganze darf ich dann für den Geheimmond nochmal machen. Jetzt ist die Kamera auch wieder so schön genau und toll. Und jetzt kommt auch noch dein Handy. Das ist nicht mein Handy. Ah, welches sonst? Es kommt aus Richtung von deinem Handy. Und es ist kein anderes Handy im Raum. Es gibt eine einzige App, die Benachrichtigung nicht auf Vibration haben möchte, egal ob man es einstellt oder nicht. Ja, die hat sich wahrscheinlich gerade gemeldet. Und die meldet sich maximal einmal täglich. Hä, was? Das ist doch unfair! Ich war drauf! Ich schaff das heute eh nicht mehr. Hab ich schon gemacht. Ey, darf ich jetzt endlich hier durch? Ich hab keinen Bock mehr auf die Challenge. Was zum Teufel? So, nochmal gucken. Pure Skill. So, alle Münzen gesammelt. Ja, nee, nicht zum Gottteil, weil ich schon. Und ist ernsthaft in der Röhre. Nee, die Röhre, da ist der Rückweg. Der Geheimmond? Man kann nicht immer die Kamera richtig verschieben. Also an einer Stelle habe ich was gehört, weil ich gehe auch mal zu. Aber wo ist dieser Geheimmond? Weil ich weiß ja, dass es einen gibt. So, übrigens bin ich ja jetzt ein Gott, ne? Wie gesagt, bei der Entscheidung funktioniert das jetzt nicht. Hey, wo soll ich hier ein geheimer Mond sein? Ich hab's nämlich übrigens noch zwei weitere Ideen, die du niemals ohne Hilfe finden wirst. Hier ist doch nicht mal irgendwo Platz. Es gibt den Mond, aber die Sache ist die. Ich hab dreimal eine Packung gefällt, mal versucht, den normal zu bekommen und 20 Mal mal versucht, den geheim zu finden. Ja. Hä, hier ist doch echt nicht mal Platz für einen. Mann, ich will es jetzt nur schnell machen. Ich will diese Challenge nicht mehr spielen, Junge. Übrigens, ich habe eine Challenge auf aufmerksame Zuschauer. Man konnte den Mond eigentlich mal ganz kurz im Video sehen. Wo ist der? Also ich weiß, an welcher Stelle ich den Mond gehört habe, aber wo danach ist... Also ziemlich direkt über mir habe ich den Mond auf jeden Fall gehört. Na danke, hallo, was soll denn das? Was sollte ich da jetzt machen, wenn Mario sich festhält? Er soll einfach da hoch. Das wird ein 3-Stunden-Part, in dem nichts erreicht wird. Na geil. So.
solche Parts liebe ich ja. Die sind zum Zocken noch schlimmer als zum Zuschauen. Ich weiß, wie scheiße die zum Zuschauen sind. Hier hört man schon leise was. Was war was gerade eben? Ja, Schlag kann man aber auch über. Das ist B drücken. Ah, okay. Hier hört man es leicht. Wo ist denn bitte hier was? Du musst natürlich. Sehr leicht, oder? Lol, ich hab ihn mal gefragt. Aber ich hab ihn recht schnell gefunden. So, jetzt gibt's noch insgesamt drei Mode. Und einer davon können auch Otto-Normalspieler finden. Für die beiden anderen muss er irgendwas genommen haben. Hier die Stelle, oh mein Gott, wenn ein Scheiße falsch ist. Du kannst dich auch einfach wegporten. Ich kann jetzt auch einfach den machen. So, jetzt bin ich draußen. Aber es fehlen auch immer noch lila Münzen. Mal gucken, ob ich die noch finde. Ich gehe mal hier auf den Uhrenturm. Da ist angeblich ja auch ein neuer Eindring. Ah! Toller Eindringling, oder? Hi, Captain Toad. Hallo, ich bin hier hochgeklettert, um mir den Mond anzuschauen. Ist ja auch gar nicht groß oder so. Aber ich bin nicht wirklich näher dran, aber hab einen Mond gefunden. Hier, friss. Guten Abend, Captain Toad. So, jetzt fehlen noch zwei Minuten. Und einen hast du den Titel von. Stimmt. Mir fehlt noch. Hä? Kann man die anderen alle noch nicht bekommen? Nö, soweit ich weiß nicht. Dann gibt's noch die Giftwellenschlitterei und ein Komplett. Und wenn man der Position nachgeht, müsste zwischen der Bonus-Challenge, wo ich gerade war, und dem Shop, wenn das wirklich, man das wirklich so sagen kann, müssten die Monde sein. Wahrscheinlich habe ich hier im Turm irgendwas übersehen, kann ich mir vorstellen. Denn das ist hier irgendwie. Ich sag dir einfach gleich das Fazit, wo die Monde sind, damit ich dem Zuschauer nicht das Zuschauer bei Verzweifelten suche. Abnehme. Ich werde es halt eh nicht. Wie gesagt, das findet es irgendwie verrückt. Verrückt. Aber ich habe halt auch keine genaue Ahnung von der Position. Das ist halt auch scheiße. Fresst alle Cappy. Und du auch noch. Boah, ich wette hier irgendwo. Die Wüste ist übrigens ja immer so groß wie das im Plan. Die Versatz ist ja immer so viele Monde. Toll. Nein, Ernst. Es ist doch eh irgendwo hier.
glaube, ich habe einen Bonusraum übersehen. Wow, das stimmt sogar. Ja, und in diesem Bonusraum sind dann eben zwei Monde. Und jetzt muss ich erstmal den Bonusraum finden. Ja, also den Bonusraum finden ist eben das Problem an der ganzen Sache. Das schafft man als Malermensch nicht. Genau. Nee, hier sind nur Münzen. Oh, ich glaube, das gibt eine Möglichkeit, das als Malermensch zu schaffen. Man muss der größte Nacker aller Zeiten sein. Internet. Oder was? Ich weiß, dass es irgendwo unter den Wolken oder so. Ich sag dir einfach, dass es nicht so ist, als lässt du dich einfach unnötigerweise unter uns selbst. Trotzdem gucke ich mich mal hier unten um. Ich würde sagen, so dumm, du kannst jetzt mal wieder so hoch fliegen, wie du gestartet bist. Ja, ich weiß. Das ist echt dämlich. Deswegen nehme ich auch diesen Paragon am liebsten. Ich sage es nur lieber, du irgendwo zwischen landest, dann wird deine Flughöhe neu berechnet. Da gerade ernsthaft hinter dem Hutturm was? Ja. Ist es etwa der Bonusraum? Ja. Easy. Ich muss auch gleich aufhören, aber. Was? Das sind auch die letzten drei Münzen. Drei sind. Stimmt, es sind nur noch drei. Ich hasse diesen Raum jetzt schon. Wie soll man das schaffen? Ja geil, hier ist jetzt irgendwo ein Secret. Hier ist doch eigentlich fast gar kein Platz für ein Secret. Sag nicht hier drunter, oder? Als ob das Licht da drunter wäre. Höher geht ja nicht. Unterm Stab. Hier habe ich gerade was Leises gehört. Hä? Muss man nicht, das wäre zwar. Hier ist es relativ laut. Hä? Okay, das werde ich auf jeden Fall nicht. Am Ernst, hier ist fast kein Platz, um was zu verstecken. Und hier ist anscheinend trotzdem ein mega Asus. Das versteckt. Nee, hier drunter ist echt null. Warte, da hinten drauf, wie kommt man da hoch? Ich hab was entdeckt, weiß aber nicht, wie man hinkommt. Ach, das wird jetzt quasi, aber ich bin mir fast sicher, dass ich da hin muss. Das finde ich erst auch möglich aus. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, wo das Ding ist. Ich würde sagen, ich gucke mich noch einmal kurz hier um und dann war es das mit dem Part. Und holen werde ich es dann vermutlich am nächsten, weil ich es nicht finden werde. Oder das ist jetzt nicht möglich. Man kann damit ein bisschen höher fliegen, aber nur minimal. Natürlich noch nicht ansatzweise hoch genug. Das
Da ist ein Loch. Und da muss ich jetzt durch. Sind hier nur die Münzen? Ah nein, da. Du hast sogar recht, da passiert das so und das. Und hier muss ich jetzt einfach mit Mario hoch, oder was? Nö. Hä? Wie dann? Da zählst du jetzt, scheiße, da bin ich nicht. Was hab ich dir vorhin gesagt? Du hast mir vorhin gesagt, dass man immer von der Position aus startet. Mann. Ach, nee, das ist eigentlich kein. Wenn ich hier lande, kann ich. Ah doch, dann kann ich gerade so hoch. Ich dachte, das reicht nicht. So, und damit ist dieser Part letztendlich doch gar nicht so unerfolgreich über die Bühne gegangen. Und im nächsten Part kommt dann Backtracking im Kaskadenland und... Im Kaskadenland musst du eh nur eine Sache. Ja, und die Wüste. Bis dann und ciao.